Tamna Wullin habe ich heute auf meiner Tagesordnung stehen. Die Sherry Cask Edition hatte ich schon mal in einem Video. Und jetzt wurde es allmählich Zeit, auch mal deren Schwestern und Brüder zu probieren. Es fällt auf, alle haben 40 Volumenprozente, tragen kein Alter, sind relativ preiswert und haben einen Finish erhalten. Wo sind denn dann die Unterschiede? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Bei diesen beiden Abfüllungen hier habe ich mich schon echt gefragt, wo ist denn da überhaupt noch der Unterschied? Double Cask, Ex-Bourbon, Finish mit Sherry. Sherry Cask Edition, Ex-Bourbon, gefinished in drei verschiedenen Sherry-Arten. Oder Sherry-Fassarten. Das ist noch so ein kleines Fragezeichen, denn da gehen sie nicht genauer drauf ein. Ist das jetzt Oloroso, Pedro Jiménez und Manzanilla? Einfach nur mal um drei rauszugreifen. Oder ist es einfach ein Sherry Hogshead, Sherry Ex-Bourbon Barrel und ein Sherry Butt Barrique Fass? Oder was man sich alles basteln könnte, Quarter Casts oder irgendwas dazwischen kombiniert? Also, da hätte ich doch gerne mal ein paar mehr Infos. Die haben eine schöne Internetseite, kann ich nicht anders sagen. Liest sich sehr gut. Aber wenn es dann um die Flaschen geht, da kommen dann überhaupt gar keine Infos. Warum mache ich diese Abfüllung? Was ist das Tolle an diesen Fässern, in dem der Malt gefinisht wird? Ey, ich habe noch nicht mal ein Alter drauf. Da muss ich doch irgendwo ein paar Infos rüberbringen. Ja, man könnte das dann auch irgendwann als Marketing und als bla 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 bezeichnen, aber so eine Handvoll Infos, das wäre doch schön. Ne? Gerade diese beiden Flaschen, gestern hier fürs Video recherchiert, günstigster Preis im Netz, beide 22 Euro. Also ich habe zwei Malls, die beide in Ex-Bourbon lagen und einen finnischen Sherry bekommen haben, die 40 Volumenprozente haben, kein Alter tragen und 22 Euro zurzeit als günstigsten Preis hier bei mir hatten. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Naja, ich werde es jetzt mal probieren, aber deshalb, das macht doch auch, machen nicht so viele andere Brenner rein. Ich sage jetzt einfach mal Glenmorangie mit ihren Finish-Geschichten. Ich habe welche mittlerweile, oder ich habe den Nectar d'Or ohne Altersangabe. Ich habe den 14-jährigen Port, also den Quinta Ruban. Dann das Sherry-Finish mit 12. Und die Preise sind auch unterschiedlich. Da wird variiert, damit der Kunde eben einmal nach Geschmack entscheiden kann und eben auch nach dem Geldbeutel. Dir? Okay. Reisebedarfsabfüllung. 1 Liter. Ich nehme meine Karte jetzt. Spanischer Rotwein. Tempranillo. Finish. Oder es liest sich wie ein Finish. So richtig beistehend tut's nicht, aber ich glaube nicht, dass es eine Vollreifung ist. In meinen Augen interpretiere ich das als Finish. Umgerechnet 23,80. 34 Euro habe ich für die Flasche gefunden, günstigster Preis. Und dann 23,80. Also ist ja als auch doch im unteren Preissegment. Ich hatte die Sherry Cask Edition mit dem Glen Moray Sherry Finish verglichen in meinem Video und da hat er für mich ganz klar gewonnen. Sehr Sherry fasslastig, kann man natürlich drüber meckern, aber in dem Preissegment kam sehr süffiger, ansprechender Malt raus. Klar, ich war jetzt schon weiter weg von dem, was man unter klassischem Scotch Whisky versteht, aber ja, war mal was. Also würde ich mir in die Hausbar stellen zum einfachen Genießen mit Leuten, die jetzt vielleicht auch nicht so oft einen Whisky mal haben oder irgendwie mal ein bisschen, die man mal ein bisschen überraschen kann und gleich und nicht überfordern will. So, Tamna Wullin, Mühle auf dem Hügel. Die haben da wohl auch eine Mühle auf dem Gelände, die ist aber weiter weg. Die Brennerei selber, ich habe sie jetzt auch nur auf Fotos gesehen, auf manchen Fotos wirkt sie doch ein bisschen Fabrik
schmuddelig mäßig und auf anderen hat sie dann doch einen gewissen Brennerei-Charme, aber das hängt wohl dann vom Können des Fotografens ab. 1966 gegründet, 1995 wieder geschlossen. Dann bei Wikipedia noch gefunden, im Mai 2000 für 6 Wochen betrieben, dann wieder zu, ab 2007 wieder in Betrieb bis jetzt. Und ich glaube, White und McKay stehen da immer noch hinter. Und Großteil wird wohl in die Blended-Industrie gehen. Okay, ich fange an mit dem Double Cask, denn, so heißt er doch, oder Double Wood, Double Cask, denn der, ja, eben nur ein Sherry-Finish und hier 3 verschiedene Sherry-Fassarten als Finish, vielleicht der etwas eindimensionalere. Deshalb möchte ich mit ihm beginnen. So. Eine diffuse, malzige Süße. Das Sherryfass ganz klar im Hintergrund, bringt aber so ein bisschen Untermalung und die Süße wird so leicht, also leichte Erinnerung an Pfirsich für mich, an ganz leichten Hauch roter Früchte. Dabei hat er aber irgendwas, grünlich Unreifes dabei. Kommt die Süße dann aber direkt drüber? Aber es ist irgendwie so ein ganz kurzer Moment. Tja, wie soll man das beschreiben? Aber was ist kurzer Moment? Er hat so eine leichte säuerliche Note drin, die wirkt aber jetzt nicht einfach, dass ich jetzt sagen kann, Zitrusfrucht säuerlich, Traube säuerlich, sondern nee. Irgendwas wie noch so eine grüne Frucht, wo man drauf beißt oder grüne Paprika. Aber so scharf ist es nicht. Und dann kommt auch sofort diese süßliche Note und diese Malzigkeit. Holt einen da ein. Also generell, diese malzige, kräftige Note lässt auf den jungen Malt schließen, ja. Die Fässer haben aber, glaube ich, so viel da reingegeben, dass jetzt keine störende Jugend jetzt direkt hier an meine Nase kommt. Für die 40 Volumenprozente, finde ich, kommt ordentlich was rüber. Es entwickelt sich so ein bisschen mehr neben dieser diffusen, süßlichen Fruchtnote ein klassisches, malziges Vanille-Nötchen. Erinnern mich von der Grundcharakteristik an den Sherry Cask, an die Sherry Cask Edition. Schon ein Weilchen her, dass ich die hatte. Ein Jahr, vielleicht schon anderthalb. Er ist aber so ein bisschen mehr auf der karamelligen, vanilligen Seite. Also das Ex-Bourbon-Fass kommt deutlich mehr durch. Schmeckt aber auch nach frischen Ex-Bourbon-Fässern oder nach einem größeren Anteil. Nicht irgendwie so dritt, viert belegt oder so. Klar, wenn ich da nach einem jungen Alter oder im jungen Alter abfülle, irgendwas muss ich ja reinpacken. Deshalb, ich möchte jetzt gar nicht über das Alter spekulieren, ne? Aber es steht nichts drauf, da kann man seine eigenen Schlussfolgerungen rausziehen. Aber 3 Jahre möchte ich mir jetzt gar nicht unterstellen. Dafür würde ich mir doch irgendwie so eine gewisse, mehr jugendliche Note vorstellen, obwohl diese Malzigkeit relativ kräftig ist. Man kriegt keinen klassischen Scotch, Single Malt. Diese jungen Dinger. Stärkerer Holzeinfluss in meinen Augen.
Vielleicht ist ja ein bisschen europäisches Holz da von hinten noch reingepresst über das Sherry-Finish. Weniger Frucht, mehr Holz. Man könnte fast von so einer leichten Kakaonote sprechen. Wenn er nur nicht, vielleicht ist diese sinnige, grünliche Frucht, Obst, Note, leicht säuerlich, bisschen pfeffrig, vielleicht ist das auch ein bisschen die Jugend. Also einfach in zu kurzer Zeit zu viel ins Fass, in den Spirit transportiert werden sollte. Und naja, also sagen wir mal, das ist so ein bisschen so ein kleiner Abzug bei mir hier, in meiner berühmten B-Note. Aber sonst erstmal für 22 Euro. Und ich möchte einen stärkeren Fasseinfluss haben. Ja, tut's das. Prozentual kann man ihn noch günstiger oder kommt noch mal ganz schön was drauf, wenn man ihn im Angebot kauft. Also dann sieht man ihn häufiger unter 20 Euro. Das Witzige ist ihn aber wieder auch. Also es gibt da nicht wirklich einen Preisunterschied zwischen den beiden. So, machen wir hier weiter. Denn die stehen für mich im direkten Vergleich. Die Reiseedition hier leicht außen vor. Es gibt, meine ich, noch eine normale 07er Abfüllung, auch Red Wine. Ich weiß nicht, ob Finish oder Vollreifung. Wie gesagt, ich bin mir hier auch nicht ganz sicher. Möchte da auch nichts unterstellen. Ihn nehme ich als drittes. Um da mal noch so reinzuschnuppern. Vielleicht, wenn ich mal diese andere Red Wine Edition habe, vielleicht hole ich ihn dann noch mal raus. Es wird wärmer. Diese leichte Vanille-Karamell-Malzigkeit weicht etwas zurück. Und ja, die malzige, das ist die Jugend, die ist da drüber, die ist aber nicht schlimm. Die transportiert jetzt. Ich habe gerade so ein bisschen Lavendel in der Nase. Die transportiert eine schöne, warme, sommerliche Sherryfrucht. Sie ist intensiver. Ein bisschen dunkler vom Holz. Erinnert mich an so einen dunklen Schokoteig. Also wenn man jetzt so einen Kakaokuchen gebacken hat oder von irgendwelchen, vom Schwarzwälder Kirsch wirklich nur den Schokoboden futtert, wo dann noch so ein bisschen was von der alkoholischen Kirsche draufgetropft ist. Obwohl, eine richtige starke Kirschnote habe ich nicht. Ich muss fast wirklich sagen, ich habe Rosinen. Rosinen. Diese Schoko-Teignote, also ausgebackene Teignote, mit ein bisschen Holz noch mehr dahinter. Also der Holzeindruck ist auch stärker. Und er kommt mir etwas süßlicher rüber. Zu voll von den Aromen her, dass die 40 Volumenprozente gerade echt Mühe haben und er wässrig rüberkommt. Das hat der Double Cast besser gemacht, hatte dafür aber Aromen, die mir jetzt nicht ganz so zugesagt haben auf der kompletten Linie. Also nicht auf der kompletten Linie in einzelnen Teilen. Dafür ist er hier sehr Sherry-fasslastig, also klassisch eher so Richtung Sherry-Bomben-Klientel. Fehlt ihm aber die Kraft, das komplett rüberzubringen. Also ich weiß, man kann es nicht haben, aber der jetzt mit 43, 46, das wird, glaube ich, mehr Schub bringen und nochmal eine viel intensivere Aromfracht an Sherry an Gaumen bringen.
sehr fassgeladen, ne? Also muss einem klar sein. Mehr Trauben. Ja, so eine leichte Rosine hatte ich eher in der Nase. Jetzt geht es eher Richtung klassischen roten Trauben, die einen gewissen säuerlichen Anteil haben. Vielleicht sind PX-Fässer dabei. Es ist so eine leicht cremig, klebrige Grundnote da, die aber überhaupt nicht übertrieben ist, sondern eben nur einen gewissen Teil einnimmt. Und diese säuerliche Note wieder ausgleicht. Ja, dazu ist er in dem Moment zu wässrig. Nach hinten hin kommt dann, merkt man, finde ich, besser die Jugend. Kommt ein bisschen Pfeffer, was ich jetzt nicht schlimm finde. Und dann auch stärkeres Holz als beim Double Wood. Aber ich habe überhaupt nichts mehr vom Ex-Bourbon-Fass in meinen Augen übrig. Also wie gesagt, wenn man eben klischeemäßig komplett hier Sherry haben will, ja, erfüllt er. Auch, wie gesagt, wenn ich es ein bisschen zu schwach dafür finde, von den Volumenzahlen her. Der Double Cask hat dann doch eher noch klassische Ansätze eines Ex-Bourbon-Whiskys. Es gibt von denen noch ein paar Vintage-Abfüllungen. Die werden dann so ein bisschen ganz verrückt. Die irgendwie aus den 70er Jahren oder so. Sind dann dementsprechend teuer, habe ich jetzt mir ehrlich gesagt noch nie wirklich angeguckt. Also ernsthaft überlegt für ein Video, muss ich gestehen. Als hätten sie direkt Rotwein mit reingeschüttet. Seit 2007 sind sie wieder voll angeblich am Produzieren. Also so allmählich dürfte der ein bisschen mehr bringen, muss ich echt mal so fordern. 2007, jetzt haben wir 22, sollte doch ein 10-Jähriger mal wieder drin sein. 12 theoretisch auch, aber ich möchte euch nicht überfordern, ne? Also übernimmt euch nicht. So, erdige Töne kommen daraus, Rotweintöne, also wirklich mit so einem Bouquet. Dass einer gleich noch sagt, an welchem Hang die Trauben gewachsen sind und dass die so und so Erde da ja ganz ausschlaggebend für ist. Nee, aber ernsthaft, das ist, ich greife mal eben rüber, sehr intensiv, ähnlich wie hier die Sherry Cask Edition. Aber längst nicht so süß und dafür eher so eine erdige Grundnote drin. Das ist fast schon zu süß. Schwer, also wie ich es vermutet habe. Also generell die ersten beiden ja hier auch schon süffig, anders kann man es nicht sagen. Und er, ich habe schon das Gefühl, geht in die gleiche Richtung. Das gleiche Problem. Oh. Wie warmer Traubensaft. Im Sommer oder wenn das Weinglas ein bisschen länger steht und man hat auch so einen schweren, vollen Rotwein drin und die Temperatur ist so leicht erhöht. So kam es mir jetzt vor. Generell zu wenig Volumenprozente, um das richtig auf den Boden zu bringen. Ne? Voll gepumpt den Malt, den jungen Malt sehr wahrscheinlich ohne Ende. So eine leichte malzige Note meine ich hier auch noch drauf rumkauen zu können. Als wäre die Hefe noch mit rübergekommen. Ich finde wirklich so erdige Eindrücke, Säure, Süße im Spiel, dezent, eher die Säure in der Oberhand. Wie gesagt, Trauben, rote Trauben und dazu eine malzige Note. Thank you.
Zum Abgang ein ähnliches Spiel. Kommt ganz kleine Pfeffernote. Selbst die könnte bitte stärker sein. Und dann merkt man, dass da doch schon das Holz der, wie hieß es noch, Tempranillo-Fässer ordentlich gewirkt hat. Und da war auch europäisches Holz dabei. Da habe ich jetzt so ein bisschen mehr den Hang so Richtung Süßholz, Lakritz. Ja, ein bisschen so Kaffee als Schoko, so ganz leicht. Oder irgendwie so Lakritz, minimal Schoko, Kaffeenote. Aber auch generell zu schmal aufgestellt. Ich wollte jetzt nochmal den Double Cask nehmen. Kommt dann jetzt, nein, es kommt dann nicht vor wie ein reiner Ex-Bourbon Whisky. Auch hier hat man schon viel zu viel Süße und Hintergrundpräsenz vom Holz. Ohne zu spülen. Ach, das kommt aber arg jung rüber. Klar, ich bin jetzt immer weiter davon weg, weil der Fasseinfluss in meinen Augen immer intensiver wurde. Dann im direkten Vergleich merkt man, dass er doch etwas lebendiger, sprittiger ist. Aber ich glaube, das ist jetzt der Kontrast. Am Anfang hat es mich nicht so gestört. Und einen deutlichen, klassischen Ex-Bourbon-Anteil hat. Puh, machen wir denn daraus? Also, ich glaube, man braucht nicht alle drei. Er, auch wenn er irgendwie das Ex-Bourbon fast durchlässt, ist für mich wenig raus, weil wenn ich sowas haben will, da habe ich echt genug Alternativen, auch im günstigen Preissegment, die dann von mir aus mehr auf die Ex-Bourbon-Karte setzen und das Ganze schöner verbinden. Hier bleibe ich dabei, um einfach jemandem mal ein Sherry-Finish, ein schweres, näher zu bringen. Ist das, glaube ich, die preisgünstigste Alternative oder Variante? Zu schwach dafür von Volumenprozenten, hatten wir das Thema. Hier, ich würde mir nicht beide kaufen. Wenn ich dann doch eher der Rotwein-Freak bin, würde ich zu ihm greifen. Kommt nicht ganz so süß rüber. Wie gesagt, ein bisschen erdiger, ein bisschen... Er ist genauso intensiv. Also, schwächer nicht, es stimmt nicht. Guck nochmal auf meine Karte. Tja, viel klüger bin ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht mal mit dem anderen Rotwein, mit der anderen Rotweingeschichte probieren. Und hier Double Cask scheidet, wie gesagt, für mich jetzt aus, was ich nicht als Drama sehe, aber es geht einfach, da habe ich eben genug Alternativen. Hier in dem Preissegment schweres Sherry Finish. Wie gesagt, mit dem Glenmorangie Sherry Finish konnte er hier überhaupt nicht mithalten. Er war dann eher auf dem Niveau. Und so aus Erinnerung fand ich ihn, so, glaubwürdig eher dann. Ja, man kann schlecht sagen, er hatte ja auch eher, glaube ich, einen Holz-Sherry-Einfluss, als dass er wirklich Früchte da reinbringt. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ich würde mich echt mal freuen, wenn es von Tamar Bullen, wie gesagt, mal was Neues geben würde, vielleicht mit ein bisschen Alter. Ach, ich bin zur Weihnachtszeit durch den großen Supermarkt bei uns gegangen und da habe ich auch das Whisky-Regal gestreift und da hatte jemand seinen Stand aufgestellt. Und er war von Tamna Wullin oder dem deutschen Vertrieb und hat mich gefragt, ob ich Tamna Wullin kenne. Habe ich ihm gesagt, ja, hatte ich schon mal im Glas. Ihn hier. Aber sonst noch nichts. Und ich glaube, er wollte mir ihn hier verkaufen. Ich habe gesagt, ja, leider, ich habe noch so viele offene Flaschen und habe mir noch ein bisschen was von ihm erzählen lassen. Hat er gut gemacht. Ich glaube, da gab es damals eine deutsche Edition aus dem Pinot-Cask oder wie diese Rotweinsorte heißt. Pinot Noir. Ich glaube, gab es mal so ein Long Grow Red drin. Und die kannte er aber nicht. Die ging damals gerade durch die Presse. Ich weiß auch gar nicht, ob das die deutsche Variante dann, also die andere Variante ist hier rotweinmäßig. Könnt ihr mich auch aufklären. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.